Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Mass Effect. Wir waren auf dem Weg nach Pharos, um da eine Geth Attack, also einen Angriff der Geth, zu untersuchen. Und das machen wir jetzt auch. Und ich gehe erstmal mit den beiden. Die hatte ich ja schon ein paar Mal. Und bei denen bleibe ich jetzt auch erstmal. Equalizing interior pressure with exterior atmosphere. Logged. The commanding officer is ashore. Exo Presley has the deck. Alles klar, das erste Mal allein unterwegs in der großen weiten Welt. Als Spectre. So, es gibt zwei Änderungen. Ich denke, die eine hört ihr schon mal. Ich höre mich ein wenig anders an. Ich glaube, ich habe das Mikrofon jetzt endlich mal die Position herausgefunden, wie man es denn hinstellen muss. Und das zweite, 60 FPS. Ja, flüssige Bildwiedergabe. Gut, also, red mal mit dem. Vaidan wants to speak with you immediately. Bitte wer? Who's Vaidan? He's our leader. He needs your help to prepare for the Geth. They're making another push. Please, up the stairs past the freighter. Look out! Was zum? Ganz eindeutig, meine Maus ist zu schnell. Du Pimmel. Ja, schießen. Ach du liebe Güte. Schwupp. Ah, die hat's ja gebracht, die Kanone. Und komm, beweg dich. Zack! Das ist ja immer hier eine Begrüßung, ne? Hat's der andere jetzt eigentlich überlebt? Ich glaub mal nicht, ne? Sniper, ne? Ja, trauen wir uns nochmal raus. Ja, Karus, erschreck mich doch nicht so. Was denn du da hinter mir? So, hier war noch einer. So, du Penner. Geb ich dir eins auf die Notz. So, schauen wir mal. Der ist jetzt, glaube ich, tot hier, ne? Ja, der hat es offensichtlich nicht geschafft. Ha. So, ich stecke jetzt mal die Waffen auf keinen Fall ein. Wenn das ja die Begrüßung ist, wer weiß, was danach kommt. Ich sag's ja, hier geht, was ist das denn? Wieso? Da. Ein Stalker. Mensch, Stalker gibt's doch überall, oder? Oh, mit Laseraugen, ich glaube, stimmt. Wie soll ich den denn treffen, wenn er so rumhüpft? So ein Kanickel, das am Wand hängen kann. Da ist doch noch was. Obwohl auf dem Radar wird nichts mehr angezeigt. Hier geht's nicht weiter. Okay. Ah, hier scheint die Kolonie zu sein. Stecke ich mal die Waffe wieder ein. Hast du recht. Glad to see some soldiers. Our numbers are getting thin. Get ready. Ich bin ready geboren worden. Irgendwie sind die total leise. Moment, ich muss mal... Sorry, da muss ich mal kurz reingucken. Ich habe eigentlich nichts geändert gehabt. Der Dialog ist total laut. Ja, dann mache ich mal hier nochmal... ein bisschen leise.
So. Ja, nicht, dass da irgendwie Surround Sound oder sowas aktiv ist. Ja, Hardware Audio ist ja an. Wobei aber da, auf der Soundkarte ist es Stereo. So, warte mal. Codex. Sekundär. Geth-Hüpfer, ja, das sind die Dinger, die wir da gefunden haben, ne? Die sind ja mal lästig. Da ist nix, alles klar. Was haben wir jetzt hier? Faidan, ja, müssen wir mal mit Faidan reden, ne? Sonst noch irgendwas? Found Data Disk, aha. 1 von 7. Ach, das war, glaube ich, beim Scannen von dem Planeten, ne? Genau wie diese Mineralien, okay. Ja, ich habe mir ja aufgeschrieben, wo ich schon war. Weil das hatte ich noch irgendwie im Kopf. Dass es da sowas gibt, das muss ich jetzt... muss ich mal irgendwann mal wieder meinen Zettel rausholen. Damit ich es nicht vergesse. So. Ist jetzt allerdings auch schon fast 2 Wochen her, dass ich das letzte Mal gezockt habe. Also so ganz auf dem neuesten Stand bin ich nicht. Ich weiß nur, dass wir hierher wollen. So, oh man, die ist ja mal richtig, richtig ungut. Ansonsten, da ist nichts Interessantes. Und was haben wir hier? Oh, Level Up, cool. Wann ist denn der passiert? Und vor allem, wann habe ich hier einen Punkt reingesteckt? Nein, das wollte ich doch überhaupt nicht. So, na okay, dann gehe ich mal auf Soldat und... Obwohl. Machen wir mal Assault Rifle voll. Dann ist das nämlich schon mal weg. So, was machst denn du? Pistole. Dann kriegst du einen Pistole und einen Erste Hilfe. Und der Garros. Ach, der hat auch schon. Ah. Ja, erstmal hier. Der ist auch schon Erste Hilfe. Blöd. Wie mache ich denn jetzt dann? Ja, da ist jetzt zu spät. Ne, jetzt ist es weg. Verflixt. Na gut, dann bist du mein Decryption-Mensch. Oder mache ich hier Decryption bei dir? Ich meine, ich habe schon mal angefangen, ne? Ja, machen wir so, machen wir so. Okay. So, dann mache ich hier mir bei mir den Ton noch ein wenig lauter. Und dann... Oh, wer bist denn du? Das... Das lasse ich nicht zu. Du liegst da einfach so rum. Das wollte ich nicht. Ah, da sind auch noch Leute. Ja, mit denen redet man natürlich, aber ich habe so das Gefühl, die werden uns nichts sagen, bevor wir mit diesem Faidan gesprochen haben. Ja, ich will hier mit dem Ding machen. Ja, okay, dann kann ich da wohl nichts mitmachen. Alles klar, so, hier ging es irgendwo rein, oder? Doch, da, hier. Dann können wir doch mal gucken. Hallo! Den hätten sie echt Malcolm nennen können, oder? Malcolm Reynolds. Ja, ich bin ein Nerd, ich weiß. Oh. Alles klar, schauen wir doch mal. Halt, falsche Richtung. Yay! So, was haben wir denn da? Cargo Logs. Oh, im Amazon-System. Ja, da gehen wir doch mal auf www.amazon.de, ne? Ja, werden wir schon finden. Investigate Shipments ins Amazon-System. Jawohl, dann machen wir uns demnächst mal einen Browser auf. Auf unserem Smartphone geht weg. Da gucken wir doch mal ins Amazon-System. Ob die das Zeug da haben, ne? Ja, ich weiß, ich bin ein Nerd. Hallo, Off-Worlder. I'm glad we aren't totally forgotten by the rest of the galaxy. Dear, please try to rest. You're not ready to speak. Das funktioniert doch ganz gut. But they should know. I mean, they are very important.
Yes. That's better. Das ist doch hoffentlich nicht ansteckend, oder? I'm not going to catch anything from you, am I? I'm Ach, ich brauch das ja gar nicht mehr sagen. I just need to try to think clearly. It's just a lingering pain from the last attack. I'll be fine. I can't see any significant damage, but something is clearly causing her pain. Please, just let her rest. She just needs rest. So, ist das hier zufällig? Nö, ist keine Quest draus geworden. It hurts so much when I think about what we've lost. Ja, okay, ist okay. Also hier gibt's erstmal nichts zu holen. Ja, ich glaube, das wird jetzt noch ein paar Mal passieren, dass ich, wie bei Dragon Age, die Kommentare da mache, was der denn eigentlich sagen will. Aber ich muss mich daran gewöhnen, dass ich das hier nicht brauche. So, fight on, alles klar. Oh, Commander. I'm glad they finally sent somebody to help us. You're a bit late, aren't you? Arcelia. Echt jetzt? Sorry, Commander. Everyone's on edge since... Watch out! We've got Geth in the tower! Protect the heart of the colony! Hier kann man keine 5 Minuten mit jemandem reden, hä? Oh! Moment. Die wollte ich doch eigentlich haben. Hey, komm, das ist voll ins Gesicht. Vielleicht ist es doch nicht so falsch, hä? Hier mal die dicke Wumme auszupacken. Jawoll! Musst du splatter, hey! Die Schauch, pass auf! Zack! Boah! Was geht denn hier ab? Ja, was hält denn der aus? Nix mehr hält er aus. So schaut's es. Ja. Uiuiui. Das Ding wackelt, hey, meine Güte. Was denn? Das war doch voll ins Gesicht. So, bist du weg, du Sack. Jetzt geh ich mal hier hin. Zack. Und der nächste. Zack. Und voll ins Gesicht, du Penner. So, haben wir hier noch was? Das sind diese komischen Hüpfteile oder wie? I don't wanna die. Please, don't let me die. Läuft da mal einer? Au! Huh! Oh, Mensch, Garros, du bist im Weg! Jawohl, Dauerfeuer, Noob. So, da sind jetzt noch ein paar auf dem Radar. Muss ich die jetzt erstmal alle wegmachen oder kann ich schon mal in der Zwischenzeit wieder mit denen reden? Weiß ich jetzt gar nicht. Aber ich weiß, dass ich den hier weglähme. Wo ist er denn? Hey! Super. Mach ich mit euren Schildern, ihr Pennergesichter. Das war ein Headshot übrigens. So, hab dich, du Sau. Da oben auch noch. Liebe Güte, was kommen da auch noch? Flugdrohnen. Zu fixen. Hab dich, du Sau. Schieß, schieß! Oh, die anderen sind irgendwie nicht mehr so ganz lebendig. Scheiße, scheiße. Der war knapp.
So, Dauerfeuer-Nuben. So, Moment. Oh, hier. So, Enemy down. Oh, da ist noch einer. Was ist denn her? Vielleicht bin ich hier schon einfach zu weit vorgegangen oder so, hä? Und die können jetzt durch ihr Schild durchschießen oder was? Oh, Mensch, wie viele sind das denn? Was zum Henker? Komm ich denn her? Komm ich hierher? Nein, oh, hier bin ich nur in der Falle. Stopp. Ich kenne mich gerade nicht aus. So, jetzt. Schießen! Schabba, du Penner! Oh Mann, ich glaube, das wird nix. Hohoho. Holla, die Waldfee. Das muss ja doch mal irgendwann zu Ende sein. So, weg. Der hat eigentlich gesessen. Ach Mensch. Das gibt's doch nicht. Na komm schon, zeig dich. So, du Pimmel. Ist einer noch. Nein, nicht. Oh, Mensch. Wie viele sind denn das noch? Headshot. Gesicht. So, haben wir es jetzt hier bald mal. Du, das ist ja super, super, super Versteck, was du da hast, mein Freund. Güte, das war jetzt ein Krampf. So, are we ready to roll out to wherever the Geth are bunkered? Check in with Fidan, but I think we're done here. Ja, Fidan ist eine gute Idee. Ich wusste ja gar nicht, ob ich überhaupt so weit gehen muss. Hm. Moment, hier war doch gerade noch zu. Nicht, dass wir jetzt hier schon irgendwie den ganzen bisschen vorgegriffen haben und er wollte uns sagen, ey, ja, hier von oben musst du mal gucken, ne? So, ich steck die Wumme jetzt mal weg. Ein bisschen Übersicht haben hier. Eieiei, ich glaube, da bin ich jetzt voll in den Hinterhalt reingerannt. Verpflegst? So, wir sind diese Hüpfdinger hier. Ich brauche mal ein Medkit für meinen Garus. So, Headshot. Gibt's dann so auf die Nase. Ja, jetzt lasse ich die Waffe gezückt. Ganz klar. So, wie bin ich denn hierher gekommen? Leute, ich glaube, ich habe mich jetzt hier gerade total verlaufen. Moment, so, was haben wir denn hier? Geth-Transmitter, da will ich ja überhaupt nicht hin. Collapsed Highway Section. Zeus Hope. Oder ist das doch hier? Bin ich hier langgelaufen? Ich bin da hier nicht langgelaufen, oder? Ey, ohne Navi bin ich sowas von verloren.
Ist wie beim Autofahren. Ich kann Navi ab. Kannst mir nicht allein irgendwo hinschicken. Ich bin doch hier bloß irgendwo durch eine Tür raus. Und das war's. Ich bin doch hier nicht ewig weitergelaufen. Okay, Fahrstuhl ist kaputt. So, ah, ich glaube, hier komme ich her. Oder? Oh ja, geschafft, gefunden. Also, wir wollten eigentlich mal reden. The tower is secure. Thanks to you, Commander. I just did what I had to. Well, I'm glad you're on our side then. They may have been slowed, but they'll be back. They always come back. Tell me what the Geth want. Why are they attacking you? If you want answers, go ask them yourselves. We don't know what they're after. They came, they attacked us, that's all we know. Their main base is at the Exogeni headquarters. A good place to start looking if you want answers. What's Exogeni? It's the company most of us work for before the attacks. They fund this colony. The Skyway leads directly to Exogeni headquarters. You can't miss it. Of course, there's an army of Geth between here and there. I didn't expect this would be easy. Then maybe I can get this colony operational again. What can you tell me about the defenses the Geth have set up? I don't have any details, but I'll wager it's a lot more fortified than the command post. They landed at least one Geth ship at Exogeni, and I've seen large walking tanks on the Skyway. Expect a hard fight. Hier stand. Ach, hier, da, Exogeni. Das war doch gerade noch hier links. Naja, machen wir von oben nach unten. What do you need done to get this place back on its feet? We need those Geth destroyed. Arcelia's right. There are still Geth in the tunnels. We also have more mundane problems like food, water, and power. I'm not sure where we stand on those matters. You should talk to the people overseeing them. Das wird immer mehr hier. Do you have information about Geth in the lower tunnels? Nothing new. They're in the tunnel somewhere, likely guarding a transmitter to coordinate attacks. It's not a critical threat right now, but getting rid of that transmitter will help us defend against further attacks. Is there anything I can do to solve your water shortage? Maka Doyle has been assigned to that particular issue. If you have any insight to offer, please speak with her. Maka Doyle, okay. What's wrong with the colony's power supply? May O'Connell is working on our power problems. She'd know more about it than I do. You mentioned something about a food shortage. Davin Reynolds is tasked with securing food for the immediate future. If you can assist, please speak with him. Das hätten wir vielleicht auch alles mal in einen Satz zusammenfassen können oder so. Let's talk about Zeus, Hope and Pharos in general. Of course, Commander. So, wo haben wir denn hier? Genau. Weiter geht's. Tell me about your colony. Life is hard and often brutal, even without our current problems. Colonial Affairs back on Earth told us we'd be beneath the notice of any raiders. I guess they weren't counting on the Geth. But, despite everything, there's something tranquil about this place. Unlike anything I've experienced before. Nein, 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 nein. Langsam. What else can you tell me about Exogeni? Exogeni funded this colony. Without them, we wouldn't be stuck here. They specialize in colonization. In return for bankrolling the colony, we work for them. Their main goal is the retrieval of valuable artifacts or resources. Except there isn't anything here. Or if there is, we didn't find it. I wonder if that's what the Geth are looking for. Perhaps. As she said, we never found anything of value. Of course, the Geth could know something we don't. Okay. I'll talk to you when I learn more. Good luck, Commander. Alles klar, neue Quests, Area Map, Zeus Hope. Ah, das ist das jetzt. Ah, Zeus Hope ist dieses Kabuff da jetzt hier, diese Basis von denen. Na, da waren wir schon. Stairs down to the tunnels. Ah, wir sind jetzt hier. Da war jetzt gerade dieser eine Kampf, alles klar. Und da habe ich mich verlaufen. Mensch, war ganz schön schwierig hier. Okay, dann, das ist doch mal hier ein Auftakt mit. Dem es keinesfalls langweilig wird. Also beim nächsten Mal sprechen wir dann mit den Leuten, die hier gerade so genannt haben.
Und ja, dann machen wir, gucken wir mal, wie weit wir da kommen hier. Also, Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss.